Hallo, hier ist er wieder, der TrueMG, der einfach nur irgendwas sagt, damit er irgendwas zu sagen hat. Der sich gar nicht darauf konzentriert, was er sagt, sondern einfach nur spielt und einfach nur irgendwas sagt, damit er irgendwas sagt. Und wahrscheinlich wird das ja auch alles wieder in Smalltalk enden, so wie sonst auch. Gut, aber nehmen wir mal die Mine, denn das ist ja das Ding, mit dem wir jetzt gleich die Maschine in die Luft jagen wollen. Und es scheint jetzt sowieso nicht, das hat jetzt wieder nichts mit dem Spiel zu tun, wenn ich einfach mal wieder so ein bisschen frei heraus plaudere, denn das tut mir gut. Und vor allen Dingen, ja, viel reden hilft natürlich auch, das Commentary aufzuwerten und vor allen Dingen zu trainieren. Gell? Es geht ja nicht zwingend ums Spiel. Nein, nein, ihr seid nicht nur wegen dem Spiel hier, sondern auch wegen mir, weil ich der Beste bin. Mich nicht immer so ernst nehmen, ne? Also das tut sowieso niemand. Aber manches, was ich hier darbiete, ist natürlich auch gespielt, ne? Wenn ich sage, ich bin der Beste, dann meine ich natürlich nicht, dass ich der Beste bin, sondern es ist einfach ein Internet-Meme, ne? Von Cold Mirror, ne? Der Beste! Und den habe ich einfach nur wiedergegeben, weil es lustig ist. Und weil es so lustig ist, sage ich es gerne immer wieder. Beste! Du nimmst die gewaltige Miene an dich und wahrscheinlich rede ich so schnell, dass mich mal wieder keiner verstehen kann. Aber ich finde das gut, denn wenn ich schnell rede und dabei nicht über meine eigenen Worte stolper, dann habe ich wieder gut meine Worte trainiert. Ich freue mich. Seien Sie bloß vorsichtig, Herr Leutnant. Das Ding sieht gemeingefährlich aus. Soll es ja schließlich auch sein. Ich würde zu gerne einen Blick ins Innere werfen. Komm, Wesen, es ist besser, wenn wir die Tretbombe tragen. Und nicht treten. Tretbombe. Moment mal, Tretbombe, wenn da eine Maschine rauftritt. Dann könnt ihr sie in die Luft fliegen, aber nur dann. Nur wenn da irgendwas rauftritt. Ich glaube, der Brunnen ist hier neu. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Brunnen neu ist. Vielleicht ist es aber auch nicht. Das wisst ihr sowieso besser als ich. Ihr wisst sowieso alles besser als ich. Und auch das meine ich nicht hundertprozentig ernst. Na, was meine ich ernst und was nicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das Ganze ist ja im Prinzip auch eine Show, gell? Deckung! Ich meine, Deckung! Seht nur! Schleicher! Ich meine, Schleicher! Dieser elende Verräter! Wie kann ein Mensch nur so tief sinken? Ein Mensch? Sehen Sie sich ihn genau an, liebe Freunde. Was immer ihn getrieben hat, sich mit den Tentakeln einzulassen. Seine Menschlichkeit blieb dabei auf der Strecke. Dort steht ein neuer Schleicher, ein Roboschleicher. Hi! Haltung, bewaffneter Soldat! Das sagt sich einfach, wenn man nicht vom Weichtieren abstammt. Es wird nicht diskutiert. Haltung und Wachsamkeit. Du scheinst unseren Leuten gegenüber gerne den Herren zu spielen. Solltest du übermütig werden? Vergiss nie, was du warst, bevor dich unsere Eingriffe zu dem gemacht haben, was du nun sein darfst. Ich weiß, aus welchem Pool der Schwäche ihr mich ans Licht gezogen habt. Danke für die Erinnerung. Keine Ursache. Aber darf ich dich auch daran erinnern, warum ihr das tatet? Ich kenne die, deren Teil ich eins war. Ihr nutzt mich und andere, um den Feind vorauszudenken. Ich weiß, was Menschen antreibt und bewegt. Erkläre uns nicht unsere Techniken, die kenne ich zu Genüge. Worauf willst du hinaus? Es ist ruhig. Zu ruhig. Die Menschen mögen einen Schlag erlitten haben, der der Niederlage gleichkommt. Aber glaube mir, ich kenne da ein paar Exponate, denen immer noch eine Verzweiflungstat zuzutrauen ist. Wir haben auf deinen Rat hin schon die Wachen verstärkt und stehen uns in Hitze und Langeweile die Tentakel in den Bauch. Aber deine ewigen Warnungen grenzen nun bald an Paranoia. Ich sage dir. Schweig! Wir haben dich neu erschaffen, also erweise deinen Dank. Und nun geh an deinen Platz, Werkzeug. Starre weiter auf den Fluss. Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Der Mann weiß, wie Taktiken funktionieren, militärische Taktiken. Der ist uns natürlich um einiges voraus. Hat jemand verstanden, was dort beredet wurde? Einerlei. Wir werden die ganze Bagage in die Luft jagen. Psst, aber leise, leise, lieber Leutnant. Bagage in die Luft jagen. Laut oder leise Sprengung, Hauptsache es rumpst im Karton. Dann lass uns... Ja, ich hab den Gag verstanden, ja... Leise, Herr Leutnant. Leise, Herr Leutnant. Ob laut oder leise Sprengung, ist doch egal. Haha. Dann lass uns anfangen. Platzieren wir heimlich unsere Mine. Richtig, und dann locken wir die Kriegsmaschine auf den Sprengsatz. Also sollten wir die Mine an einer geeigneten Stelle deponieren. Und vor allem schnell genug, damit man uns nicht entdeckt. Aber wer von uns kann diese schwere Mine schnell genug bewegen? Wer könnte es nur sein? Ja, verstehe. Gut. Gut mitgedacht, lieber Freund. Warum spreche ich Ihnen jetzt Englisch? Gut mitgedacht, mein Lieber. Suche eine geeignete Stelle und ramme dort die Mine so tief in den Boden, dass gerade noch die Zündköpfe herausragen können. Und achte bloß darauf, dass man dich nicht sieht, liebes Wesen. Na dann hopp ab. Ich meine, na dann hopp ab. Mal lieber Feuer speichern, gell? Glücklicherweise können die nur gerade aussehen. Boop.
Oh, so ein Glück. Die haben die Minen nicht als solche erkannt. Gut so? Alle Wetter, das hast du fabelhaft gemacht. Kreatur erhält 100 Erfahrungspunkte. Die macht ja in letzter Zeit echt viel. Bleibt die Frage zu klären, wie wir die Maschine auf die Mine locken. Einfach so. Der Magwitz ist am schwierigsten zu sprechen. Prima, mein Husten ist mittlerweile so schlimm, dass ich mich fast übergeben muss. Einfachste Sache der Welt, wäre eine alte Kavallerietaktik anwenden. Sie werden sich doch nicht schon wieder mitten auf den Feind stürzen. Schnickschnack, werden wir ein Schwadron Husaren operieren. Feind reizen, Rückzug vortäuschen und nachlocken. Ach, Liebster, wie bin ich stolz auf dich, aber kannst du bitte etwas leiser sprechen? Du kannst ja doch taktieren. Bleibt natürlich nur Notfällen vorbehalten. Da machen wir es so. Auf, Freunde, locken wir die Kriegsmaschine auf dünnes Eis. Ja, mir ist doch gar kein Eis, so ein Quatsch. Hey, Schlafmützen, passt auf eurer Wache gefälligst auf. Eindringalarm! Alarm! Das könnte problematisch werden. Ich wusste es. Sie sind es. Geht mit allem drauf, was ihr habt. Übertreibe nicht, es sind nur 4 schwächliche Erdlinge. Mit allem und die Kriegsmaschine vorneweg. Machen wir einfach, was er sagt. Aus allen Rohren zu voll ist wenigstens eine hübsche Abwechslung. Also gut, alles vorrücken, Kriegsmaschine heran. Und die kann natürlich nicht von dort hinten aus schießen. Denn sie ist auf kurze Entfernungen eingestellt. Und aber schnell zu Teil 2 ihres Planes erläutert. Weg, weg, weg! Ach, was sind wir doch doof. Reingefallen. Was für ein Rums, der AT-AT ist zerstört. Nein, das war ein Rums. Hurra, dieser Schlag hat gesessen. Der Gegner dünkte sich sehr stark und liegt ja aufgebahrt im Sarg. Wieso sollte man eine Maschine beerdigen? Will doch die Resten sehen. Vielleicht findet sich noch etwas für die Trophäenwand. Ich zweifle das. Zumindest nichts, was man als Trophäe wiedererkennen könnte. Naja, viel übrig geblieben ist nicht gerade. Zu ärgerlich. Ich hatte gehofft, wenigstens eines der Bestandteile studieren zu können. Oder in meinen Schirm einbauen zu können. Es hat nicht nur die Maschine in zwei gerissen. Richtig, scheint auch keiner der Tentakel übrig geblieben zu sein. Befinde, glasklarer Sieg. Der Schleicher wurde echt fix besiegt. Seht, da bewegt sich etwas unter dem Sand. Was mag das nur sein? Rauskommen! Dudum-dum-dudum. Oh nein, es ist der Schleicher Nator! Schleicher! Sie haben uns überrascht, das muss ich Ihnen zugestehen. Ausgerechnet Ihnen, Magwitz! Ha! Aber sehen Sie nur auch ich habe ein paar Überraschungen parat. Oh je, der Roboschleicher mit einer riesigen Kreissäge und Kanonenarm. Oh, shit. Deckung, ich weiß nicht, was ihr macht. Gut. Also, der Roboschleicher, 3000 HP und gar nicht mal so wenige MP. Und seine Kreissäge verbraucht nur 2 MP, na toll. So, Stärken, Kälte, Überraschungen, denn dafür sorgt er selbst und er belächelt Dritte und K.O. Schade, K.O. ist ein guter Zustand. Für mich. Wasser, Luft, Sprung und Rammattacken. Naja, Sauerstoff, ne? Luft, ne? Metall, ne? Dann fängt er an zu rosten. Also, wir haben ja einmal Wasser aufgesammelt, den werde ich definitiv einsetzen. Wir haben, glaube ich, auch mehr als nur einen. Sprung und Rammattacken ansonsten. Gut, springen und rammen. Das wird funktionieren. Schulterramme, Quetsch, Sprung. Und Eleonor wird erstmal zur... Nee, sie wird noch nicht zur Gruppenheilung abkommandiert, sondern sitzt ein... Hier, Wassereimer. 4 Stück haben wir. Und der Heißen wird ihn jetzt erstmal versuchen, abblinden zu lassen. Nee, besser Stille. Genau wegen solchen Angelegenheiten hier. Scherereien, wegen solchen Angriffen. Will ich natürlich nicht haben, ne? So, dann vielleicht doch eine Heilung drauf, ne? Gruppenheilung 3, einfach Spam, Heißen geht in Deckung. Will jetzt auch gehörig Dampf ablassen, Verräter. Ah,
Ha! Geblendet und still. Der sollte uns jetzt keine großartigen Probleme machen. Außer er hat noch irgendetwas, mit dem wir nicht rechnen. Nochmal Stille drauf, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich seine Wirkung... Ja, es scheint seine Wirkung erzielt zu haben, denn sonst würde dort jetzt stehen, ist jetzt still oder verfehlte. Und da dort nichts stand, ist er wahrscheinlich schon still. Also einfach mal die Schnauze halten! Lassen Sie mir etwas von unserem Gegner übrig, liebe Freunde. Ich muss das unbedingt untersuchen. Derartige Großspurigkeiten pflege ich mit meiner Säge zurechtzustutzen. Nicht mehr verstummt. Das können wir gleich ändern. Im nächsten Zug. Langsam beginnen Sie mich ganz entschieden zu nerven. Nein, ich habe meinen Preis für Macht und Stärke entrichtet. Ich habe ein Recht auf den Sieg. Ja, aber du kannst dich nicht gegen Statusveränderungen wehren. Das ist dein Problem. Dein Problem ist, dass ich hier taktisch kämpfe. Quack, quack. Und der Roboschleicher bricht zusammen, ohne jemals wirklichen Schaden ausgeteilt zu haben. Eine Birne haben wir bekommen. Gott, ich hoffe, ich vergesse die nicht. Kreatur Level 27, jawohl. Und Quetschpunkt 2 und Ohnmachtbänden 3. Sweet! Sie glauben, mich geschlagen zu haben. Dass das Letzte, das ich auf dieser Welt sehe, ausgerechnet Sie sein müssen. Hust, hust. Aber das sollten Sie wissen. Der Herr dieser Provinz wird Sie nicht davon kommen lassen. Ihr kennt ihres, er kennt ihresgleichen zu gut, als dass er sie unterschätzte. Wovon reden Sie, der Mann? Seine Festung ist uneinnehmbar. Mögen Sie auch vorerst seine Streitmacht geschwächt haben, so wird er sich doch schon bald erholt haben und sie... Die Aggregate ist was zu viel. Und nicht mal im Tod konnte er noch ein wenig auf unserer Seite stehen. Schleicher, verstecken gilt nicht. Schleicher ist tot, es ist vorbei, Schatz. Vorbei, Gnädigste? Oh nein, was dieser Schleicher da zum Schluss erzählte, klang äußerst beunruhigend. Wollen Sie etwa auch noch die Festung dieser Provinzherren im Alleingang stürmen? Nicht im Alleingang, Teuerste. Wir verfügen mittlerweile über starke Verbündete. Und genau nach denen sollten wir nun schauen, auf nach Bakshish. Da ist nichts mehr zu retten. Aber nie viel von seinen Methoden gehalten. Es ist erstaunlich, ganz erstaunlich. Schleichers Implantate konnten selbst der Gewalt der Mine widerstehen. Das Wissen und die Fertigkeiten der Marsherren sind ungeheuer. Wenn doch nur der Preis nicht so hoch wäre, der dafür zu entrichten ist. Die Menschlichkeit selbst. Gut. Aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen erholen von den Stimmen. Meine arme Stimme, ich werde morgen nur noch husten, dabei will ich morgen noch ein bisschen aufnehmen. Gut, dann verschiebe ich halt mein Gehuste auf heute, denn heute habe ich noch einen Termin frei. So zwischen 15 und 17 Uhr. Ja, da kann ich ausreichend husten. Ja, das sollte funktionieren. Gut, sollte es euch Spaß gemacht haben, dann schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos hin, dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.